Der letzte Tag. Das letzte Rennen. Magdalena Neuner vor dem Abschied von ihrem Sport. 12 Tage Weltmeisterschaften im eigenen Land liegen hinter ihr. Der letzte große Auftritt der erfolgreichsten deutschen Biathletin in Ruppolding. Es waren so harte Wochen für mich, einfach jetzt auch psychisch, mental. Ich bin gut durchgekommen durch die ganze WM, aber jetzt merke ich, dass echt die Luft raus ist, dass ich nicht mehr kann. Dass jetzt einfach also die Spannung jetzt auch weg ist und ich einfach froh bin, dass es vorbei ist. Vor der Eröffnungsfeier ist die Vorfreude noch grenzenlos. Magdalena Neuner ist siegessicher. 6 Medaillen in 6 Rennen, ihr fast unverschämtes Ziel für ihre letzte Weltmeisterschaft. Sie scheint den Druck nicht zu spüren, auch nicht vor dem ersten Rennen. Gleichzeitig bewältigt der kleine Kurort Ruppolding den Ansturm zehntausender Biathlon-Fans mit großer Gelassenheit. Es sind die 4. Weltmeisterschaften am Zirnberg und es werden die größten aller Zeiten. Der Auftakt ist perfekt. Die Sonne, das Stadion, das Spektakel. Alle Nationen haben ihre besten Athleten für die Mixstaffel nominiert. Das deutsche Team startet mit Andrea Henkel. An Position 2 Magdalena Neuner. Trotz leichter Probleme am Skistand bringt sie das deutsche Team weiter nach vorne und übergibt an Andreas Birnbacher. Neuner verkündete schon vor dem Rennen, dass sie Gold holen will. Und es sieht sehr gut aus. Birnbacher ist der stärkste der deutschen Herren in diesem Winter. Er bringt Deutschland in Führung. Und so scheint es, als ob das Team gleich zu Beginn den ersten Titel holen kann. Arndt Peiffer als Schlussläufer bekommt über eine Minute Vorsprung mit auf den Weg und dann blendet ihn ausgerechnet beim letzten Schießen die Sonne. Er hat keine Augenklappe zum Schutz dabei und so nimmt das Drama seinen Lauf. Strafrunde für Peiffer und die Goldmedaille ist futsch. Am Ende bleibt Bronze und der Trost der Mannschaftskollegen. Jetzt soll sie das erste Gold holen. Magdalena Neuner in ihrer Paradedisziplin, dem Sprint. Sie hat fast alle Rennen in diesem Winter gewonnen und nur Daria Domracheva kann sie gefährden mit ihrem perfekten Schießergebnis. Aber das kann Neuner auch. Ein perfektes Rennen. Fehlerlos und pfeilschnell. Magdalena Neuner hat alles gewonnen in ihrer Karriere. Gold bei einer Heim-WM fehlt noch. Jetzt nicht mehr. Weltmeisterin 2012 aus Deutschland, Magdalena Neuner. Das erste Ziel ist erreicht, aber Neuner hat bei ihren Abschiedsrennen noch mehr vor. Ein Tag später wartet das Verfolgungsrennen. Siegesgewiss geht sie in die Nacht. Ein faszinierendes Duell zwischen Neuner und ihrer potenziellen Nachfolgerin als Biathlon-Königin, Daria Domracheva aus Weißrussland. Neuner sieht wie die sichere Siegerin aus, aber plötzlich schlottern ihr beim letzten Schießen die Knie. 2 Fehlschüsse zu Beginn und Domracevas deutscher Trainer Klaus Siebert wittert eine Chance. Domracheva entscheidet sich, den ersten Schuss in die Mitte zu setzen. Dann halb links Treffer. 2 Schuss, 2 Treffer. Der dritte ebenfalls drinnen. Der vierte geht in die 12 und der fünfte abgeräumt. Domracheva. Daria Domracheva wird als erste rausgehen. Ich habe Neuners Schießergebnis erst gesehen, als ich mit meinem Schießen fertig war. So einen Tunnelblick hatte ich. Ich bin so zufrieden mit meinem letzten Schießen. Ich war so stark. Der erste Weltmeistertitel für Daria Domracheva und eine Wachablösung. Magdalena Neuner gratuliert als Silbermedaillengewinnerin. Die Jungen machen Druck, auch bei den Herren. Marta Fourcade gewinnt nicht nur den Gesamtweltcup in diesem Winter, er beherrscht auch die Weltmeisterschaften. Gold in Sprint und Verfolgung. Gold im Massenstart.
Der ruhige Franzose ist ein Kannibale auf der Strecke und ein Charmeur daneben. Magdalena Neuner! Tua Berger, it's a much more beautiful woman than a Neuner. Oh, it's wonderful. Der zweite internationale Superstar. Tora Berger ist froh, dass sich alle nur um Magdalena Neuner scharen. So kann die Norwegerin in Ruhe die Goldmedaillen abgreifen. Und Tora Berger nimmt Kurs auf den Titel, Fragezeichen. Schnellfeuer, die Norwegerin gibt alles und trifft, wird belohnt. Super Vorstellung von Tora Berger. Sie holt zweimal Gold im Einzel- und im Massenstart, plus eine Gold- und eine Bronzemedaille in den Staffelrennen. Berger und nicht Neuner ist die Königin dieser Weltmeisterschaft. Bei den deutschen Herren nimmt der Druck bei dieser WM ständig zu. Bis zur Staffel bleibt das hochgehandelte Team ohne Einzelmedaille. Dabei ist im Einzelrennen der Titel so nah. Nein, der Letzte ging daneben. Das ist möglicherweise der eine Fehler zu viel. Hätte er diese Scheibe getroffen, dann wäre er hier in Führung gegangen. Hintereinander vergeben Arndt Peiffer, Andreas Birnbacher und Michael Greis den Titel beim letzten Schießen. Ein Drama. In der Staffel muss es jetzt klappen. Simon Schemp und Andreas Birnbacher schicken Michael Greis als Dritten auf die Strecke. Und der Doppel-Olympiasieger zeigt nach langer Verletzung, dass er es noch drauf hat. Die Erleichterung ist groß, aber Arndt Peiffer muss die Medaille noch nach Hause schießen. Zwei sehr schnelle Schüsse von Martin Foucault, aber schon vier Treffer für Emil Hekle-Svensson. Fantastische Serie des Norwegers. War das die Entscheidung? Jetzt treffen und Bronze ist sicher. Norwegen auf 1, dann Martin Foucault. Und das könnte es werden. Bronze für Deutschland. Wenigstens Bronze. Es bleibt bei dieser einen Medaille für die deutschen Herren. Zwei vierte Plätze von Andreas Birnbacher kommen noch dazu. Das Glück haben sie in den Tagen von Ruppolding nicht gepachtet. Und sie muss zittern. Magdalena Neuner nach ihrem Staffelrennen. Die Freude ist groß, denn ausgerechnet die unsicherste Schützin Miriam Gössner hat die Strafrunde von Magdalena Neuner mit einem tollen Schießen kompensiert und so die deutsche Staffel in Führung gebracht. Schlussläuferin ist Andrea Henkel und ein ganzes Stadion wünscht sich die Goldmedaille von ihr. Das letzte Schießen. Die maximale Anspannung. Die deutschen Frauen konnten im ganzen Winter kein Staffelrennen gewinnen. Aber als es wirklich darauf ankommt, sind Tina Bachmann, Magdalena Neuner, Miriam Gössner und Andrea Henkel da. Der emotionale Höhepunkt dieser Weltmeisterschaft.
Das war meine letzte Staffel und dort jetzt Gold zu gewinnen, das war mein großer Traum. Und dank der anderen drei Mädels, die heute einen wahnsinnig guten Job gemacht haben, haben wir das heute geschafft. Geschafft ist Neuner nach dem Massenstart. Platz 11. Nichts geht mehr bei ihrem letzten Weltmeisterschaftsauftritt. Noch eine Gratulation an die viertplatzierte Tina Bachmann. Und dann ist Schluss. Also ich möchte einfach mal von Herzen Danke sagen, dass alle da sind und mich immer unterstützt haben. Und macht weiter so und unterstützt meine Kollegen und Kolleginnen die nächsten Jahre auch so super. Danke. Der emotionale Abschied von einer Weltmeisterschaft, die sich vom größten Star ihres Sports verabschieden muss.